Es wird für einige unglaubwürdig klingen, aber manchmal treffe ich tatsächlich doch die richtigen Entscheidungen. So geschehen am Beginn dieser Woche, als die große Transfermeldung um Cedric Teuchert die Runde machte und ich mir dachte, warten wir lieber nochmal ab. Ähnliches beim Gerücht um Nick Woltemade, wo ich mir eher noch dachte, warten wir lieber ab. Zwei der Themen sind quasi vorgeschrieben. Mal sehen, was noch so rumliegt. Viel Spaß bei den 96 News und mit diesem Video. Wenn es euch heute gefällt, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt gerne den Kanal kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen, und schreibt mir gerne eure Meinung zu den ganzen Themen, die heute hier angesprochen werden, in die Kommentare. Zunächst einmal Ehre, wem Ehre gebührt. Herzlich willkommen auf der Welt. Marlon Neumann, Phil, hat Nachwuchs bekommen. Das war ja bereits vor dem Wochenende mehr oder weniger zu erwarten gewesen. Deswegen ist er nicht mit nach Elversberg gereist. Yannick Lührs für ihn in die Innenverteidigung gerückt. Der hat ein Kompliment bekommen von Stefan Leitl, ist aber für den Moment nebensächlich, kommen wir später zu. Denn erstmal ist es natürlich wichtig, dem glücklichen Elternpaar alles Gute zu wünschen für diese intensive und anstrengende Zeit, die jetzt auf sie zukommt, aber für diese wunderschöne Zeit natürlich auch. Ich freue mich sehr für die beiden und ich freue mich, dass die 96-Familie Zuwachs erhält, denn das kann nie schaden. Ja, je mehr 96er es gibt, desto besser. Wir haben das Transferthema, das wir ansprechen müssen. Wir haben aber, wie gesagt, auch noch ein bisschen was nebenbei. Generell gilt für euch ab jetzt, wenn ihr Themen habt, dann schreibt mir die gerne bei Instagram. Auch den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Also schaut da gerne mal vorbei, um mir Vorschläge zu machen, wenn euch irgendwas interessiert. Insbesondere natürlich mit 96-Bezug. Und was habe ich viele Nachrichten bekommen zu diesem Teuchert-Thema? Das ist wirklich unglaublich. Wir fangen aber chronologisch an, denn erstmal war da das Gerücht mit Nick Woltemade. Für die Leute, die Nick Woltemade nicht kennen, letzte Saison ausgeliehen gewesen an die SV Elversberg, also unseren Gegner vom vergangenen Spieltag, hat eine sehr stabile Drittligasaison gespielt, war maßgeblich am Aufstieg beteiligt, ist dann zu Werder zurück, hat unter Ole Werner in der Hinrunde eine sporadische Rolle gespielt, hat ein, zwei Mal ein bisschen mehr Einsatzzeiten bekommen, war jetzt aber, glaube ich, nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Maß an Spielzeit, das er erhalten hat, und dementsprechend stand im Winter eine Leihe im Raum und Hannover 96 hat wohl Interesse angemeldet an Nick Woltemade, der nicht nur sehr groß ist mit knapp 2 Meter Länge, sondern der insbesondere eine sehr gute Technik aufweist. Wäre auf jeden Fall ein Spielertyp gewesen, den wir so noch nicht im Kader hätten. Ein Spieler, der sich gerne mal fallen lässt, der in die Tiefe geht, der von Stürmer bis Achter so ziemlich alles spielen kann, wobei ich ihn für einen Achter ein bisschen zu wenig defensiv kompetent halte. Aber grundsätzlich jemand, der gerne das Spiel macht, der gerne seine Mitspieler in Szene setzt, der aber selber auch Torgefahr ausstrahlt. Also viele, viele verschiedene Komponenten, die sehr, sehr interessant gewesen wären für die zweite Liga. Warum sage ich gewesen wären? Ich glaube, nach dem Spiel gegen Bayern wird das kein Thema mehr sein. Ich glaube nicht, dass Werder ihn jetzt ziehen lässt. Kann natürlich sein, dass sie doch noch die Turnaround machen, weil Rafael Santos Borea wohl bleibt. Aber ich glaube, dass Woltemade leider Gottes kein Thema in Hannover wird. Hättest du mich vor der Saison gefragt, Woltemade in Hannover, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Das ist kein Spieler, der uns weiterhelfen wird. Allerdings hat er sich anders entwickelt, als ich es gedacht habe. Und habe auch seine Entwicklung in der dritten Liga zwar gesehen, aber nicht richtig geglaubt. So kann man sich täuschen. Und jetzt wäre es doch ganz schön, wenn er da wäre. Andererseits haben wir im Sturm nicht wirklich Bedarf, insbesondere nicht nach dem, was halt eben jetzt bekannt geworden ist, nämlich dass Sadie erstmal noch bleiben wird. Da haben wir mit Nicolo, Fogi, Howie und auch eben mit Sadie genug Spielermaterial für diese zwei Positionen. Dahinter könnte natürlich Woltemade auch spielen, aber auch da möchte ich daran erinnern, wir haben da Modama, wir haben da Louis Schaub, wir haben da Christopher Scott, wenn er irgendwann wieder fit wird. Der Kader ist breit genug, auf den Positionen haben wir eigentlich, außer uns verlässt irgendjemand, keinen wirklichen Bedarf. Kommen wir zu Cedric Teuchert, kommen wir zu Sadie. Und da, wie gesagt, war ja die Meldung von der Bild, dass er quasi vom Blitzabschied steht. Man hat es aber auch in der neuen Presse und überall eigentlich gelesen. Angebot von St. Louis FC. Da denkt man jetzt erstmal, was? Aber so ist das in der MLS. Die Teams schießen aus dem Boden, die gibt es vielleicht nicht lange, aber die sind dann relativ, schnell relativ groß. Siehe Inter Miami, die jetzt unter anderem Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba und Sergio Busquets bei sich vereint haben. Naja. Alles in allem hat sich Sadie gegen das Angebot entschieden. Es war wohl sehr lukrativ und wenn man sich anschaut, was St. Louis für einen Marktwert hat, 36 Millionen ist der Kader wert, mehr als 96, dann ist das schon nachvollziehbar, dass man da zumindest mal drüber nachdenkt. Weil finanziell gesehen ist das natürlich was, was ihn voranbringen würde und was ihn absichern könnte und seine Familie. Und gerade wenn er sich auf das Abenteuer USA einlassen wollen würde oder vielleicht auch einlassen will, wer weiß, was im Sommer passiert, dann ist das, finde ich, völlig legitim. Es ist ja immer sehr, sehr leicht, Kritik zu üben an den Stars, die nach Saudi-Arabien wechseln. Wo es peinlich ist, wenn sie dann ein halbes Jahr später wieder zurückkommen, da bin ich grundsätzlich dabei. Aber erstmal dahin zu gehen und zu sagen, ey, ich sichere meine Familie ab und vielleicht kann ich auch mit dem Glauben sowieso übereinstimmen, wie zum Beispiel bei N'Golo Kanté, und dementsprechend ist kulturell gar kein Problem für mich.
dann so what, dann mach es. Ey, ganz ehrlich, wer bin ich darüber zu urteilen, wie du dein Geld verdienen möchtest? Das ist völlig legitim und kann jeder für sich so entscheiden. Und ähnlich ist es bei Teuchert und der MLS. Dass das sportlich gesehen jetzt nicht der absolute Superwerdegang ist, ist auch klar. Die MLS ist immer noch, auch wenn ich sie teilweise ganz attraktiv zum Gucken finde, eine Liga, die auf nicht sonderlich hohem Niveau agiert, ne, in der Summe zumindest der Teile. Es gibt einzelne Spieler, die sicherlich über Drittliganiveau sind, aber ansonsten ist das jetzt nicht so richtig krass. Aber du kannst halt viel Geld verdienen und kannst einer der Shootingstars werden. Das haben ja einige auch erfolgreich gemacht. Siehe Hani Mukta, der dann wieder mit Bundesliga-Teams in Verbindung gebracht wurde, auch wenn er in Deutschland nie einen Fuß auf den Boden bekommen hat. In der MLS hat sehr, sehr gut funktioniert. Vielleicht wäre das auch bei Teuchert ein Weg gewesen, Superstar in den USA zu werden. Er hat sich erstmal dagegen entschieden, auch weil das Angebot für 96 nicht in einem finanziellen Rahmen war, der attraktiv gewesen wäre. Das ist die richtige Entscheidung meiner Meinung nach, denn selbst wenn du ihn jetzt für 500.000 abgegeben hättest und im Sommer verlierst du ihn gegebenenfalls ablösefrei, hast du jetzt noch 6 Monate Zeit, ihn zu überzeugen und gleichzeitig verlierst du halt für die Rückrunde nicht einen deiner wichtigsten Spieler. Ich hätte es jetzt nicht dramatisch gefunden. Wenn er gegangen wäre, hätte ich es okay gefunden. Sportlicher Sicht schade, aber realistisch betrachtet geht es für uns nicht mehr konkret um den Aufstieg. Ich schließe nicht aus, dass wir noch bis zum Ende irgendwie da oben hinkommen, aber es müsste schon sehr, sehr viel, sehr, sehr gut laufen für 96. Es geht aber trotzdem natürlich um die Platzierung am Ende der Saison. Es geht um die Erreichung der Ziele. Das ist insbesondere wichtig für die Mentalität, für die Fans, für den Verein in Summe. Und es geht natürlich auch um TV-Gelder. Je höher die Platzierung, desto besser fallen die aus. Das heißt, man kann nicht sagen, ja, lieber 500.000 mitnehmen und dann ist völlig egal, was passiert, die Saison geht es um eh nichts mehr. Das wäre, finde ich, zu einfach und dementsprechend bin ich sehr froh, dass er bleibt. Hab mir aber auch gedacht, dass es sehr komisch wäre vom Zeitpunkt her, wenn er jetzt wechseln würde, weil er lange verletzt war, jetzt gerade wieder zurück ist, jetzt nicht so richtig die Gelegenheit gehabt hätte, sich zu verabschieden von 96 sportlich gesehen und sein Vertrag läuft sowieso aus und wenn er wechseln möchte, dann soll er es halt gerne im Sommer machen, wenn der Vertrag auch endet. Ich bin da nicht so, dass ich sage, du musst unbedingt die Ablöse im letzten Transferfenster vorher nehmen. Im Sommer wäre es was anderes gewesen, jetzt im letzten Sommer, insbesondere wenn man vielleicht das Gefühl gehabt hätte, okay, der verlängert auf gar keinen Fall, aber im Winter, mitten während der Saison, bin ich grundsätzlich kein Fan von. Von daher bin ich sehr froh, dass er bleibt und bin sehr gespannt, was da im Sommer passieren wird. Ich hoffe, dass Markus Mann eine Masterclass hinlegt und es irgendwie schafft, den Vertrag zu verlängern. Ich würde mir wünschen, dass, wenn Sadie geht, er in die Bundesliga geht. Ich glaube, gerade bei so einem kleineren Verein oder bei einem der Teams aus der unteren Tabellenregion könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Zum Beispiel bei Bochum. Wenn Mainz in der Liga bleibt, wäre Mainz auch ein Verein, den ich mir vorstellen könnte. Theoretisch ist das auch jemand, der bei Gladbach gut passen würde. Man sieht es bei Robin Hack. Das ist ein überdurchschnittlicher Zweitligaspieler, der da auch seine Momente hat. Wer weiß, was da kommt. Im Optimalfall bleibt er bei 96, aber so oder so ist Sadie kein Spieler, dem man irgendwas vorwerfen kann. Selbst wenn er jetzt im Winter gegangen wäre, finde ich, hätte man ihm da keinen Strick draus drehen können. Am Ende ist Fußball ein Business, das ist der Beruf der Jungs und natürlich ist man da emotional ein bisschen anders verbunden und natürlich ist Fußball auch kein normaler Job. Aber nichtsdestotrotz finde ich es immer ein bisschen schwierig da, außer es ist so ein Fall wie zum Beispiel bei Terrence Boyd. Und selbst da kann ich die Beweggründe irgendwo nachvollziehen, da irgendwie drüber zu urteilen. Aber so ist das im Fußball, ist halt nun mal ein medial sehr stark begleiteter und sehr emotional aufgeladener Beruf und Sport. Und dementsprechend auch völlig verständlich, dass die Medien darüber berichten und dass die Fans in Unruhe versetzt werden. Apropos Unruhe. Das haben wir generell bei Hannover ja eigentlich immer. Das ist jetzt nichts Neues, dass wir jederzeit eigentlich überall rummäkeln. Ich habe es ja beim letzten Video zum Elversberg-Spiel explizit besprochen. Schaut euch das dementsprechend gerne an. Diese Woche bin ich froh, dass dieses Teucher-Thema ein bisschen davon abgelenkt hat, denn es geht jetzt gegen den FC Nürnberg und darauf möchte ich jetzt noch ein bisschen schauen. Erstmal, es gab ein Kompliment für Yannick Lührs von Trainer Stefan Leite. Dennoch sehe ich nicht, dass er perspektivisch auf so viel mehr Spielzeit kommt, außer es gibt irgendwelche verletzungsbedingten Ausfälle, weil ich schon nominell die Innenverteidigung aus Halste und Phil als das Beste ansehe, was wir spielen können, auch das, was wir spielen müssen, insbesondere mit Blick auf die kommende Saison, wenn denn der Dreijahresplan noch gilt und wir nächstes Jahr wirklich angreifen wollen. Die Linksverteidigerposition, das ist weiterhin Thema für sich. Ich gehe nicht davon aus, dass Derrick Köhn uns über den Sommer erhalten bleibt. Brooklyn Ese muss man erstmal gucken. Es war geplant, den dieses Jahr hinter ihm aufzubauen, da bin ich mir ziemlich sicher, ob das jetzt funktioniert mit der Vorgeschichte, die er jetzt hat, muss man sehen. Es wäre wünschenswert, aber nichtsdestotrotz wird das alles sehr, sehr interessant. Ich würde noch nicht irgendwie sagen, Sebi Ernst hat seine Chance verspielt. Ich würde auch noch nicht sagen, dass Louis Schaub, nur weil er in 5 Minuten keinen riesigen Impact hatte, finished ist. Aber wir sind in Hannover mal relativ schnell mit sowas und dementsprechend machen wir jetzt auch eine schnelle Vorschau auf das Spiel gegen Nürnberg. Denn ich habe es bereits im Spiel gegen oder nach dem Spiel gegen Elversberg gesagt,
Das ist ein Do-or-Die-Spiel. Wenn du wirklich noch um den Aufstieg mitspielen möchtest und wenn das noch das Ziel irgendwo kommuniziert intern ist, sei es von Martin Kind oder wem auch immer, was ich mir nicht vorstellen kann, weil ich persönlich glaube, dass Platz 6 kommuniziert war und dass das auch ausreichend ist als Zielsetzung für die Saison, dann musst du jetzt aber gegen Nürnberg und gegen Rostock gewinnen. Nürnberg hat jetzt zuletzt ein sehr starkes Heimspiel gemacht, hat 3-0 zu Hause gewonnen. Das ist erstmal eine Leistung, die man in Kontext setzen muss, weil auch die haben gegen Rostock gespielt, die momentan nicht sonderlich gut drauf sind. Aber diese Mannschaft hat eine Qualität und hat insbesondere in der individuellen Perspektive sehr, sehr starke Einzelspieler. Nehmen wir zum Beispiel einen Nathaniel Brown, nehmen wir zum Beispiel einen Jan Usun, der ein offensichtlicher Pick ist. Nehmen wir aber zum Beispiel auch in der Innenverteidigung hinten drin einen Gulayan, der es bisher solide macht. Nehmen wir, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, neben wem der aktuell spielt, aber Lawrence ist ein guter Spieler, wahrscheinlich spielen die beiden gerade nicht, aber auch ein Kastrop im Mittelfeld, das sind alles gute Kicker und du musst aufpassen, dass du gegen die zu Hause das machst, was du in der Anfangsphase gegen Kiel gemacht hast und in der Anfangsphase gegen Elversberg, nämlich das Spiel zu dominieren, dem Gegner deinen Stempel aufzudrücken. Ich habe es gegen Elversberg und danach Elversberg gesagt, nur weil wir eine gute Vorbereitung hatten, müssen wir nicht erwarten, dass jeder Verein sich irgendwie gnadenlos ergibt und sagt, ey, unsere Vorbereitung ist völlig egal. Nürnberg ist gerade im Flow, Nürnberg steht vor uns in der Tabelle, Nürnberg hat sich gefangen, Nürnberg ist ein großer Verein, der sicherlich auch eine Strahlkraft hat, die ähnlich ist wie die von 96, wahrscheinlich sogar noch größer und auch die wollen wieder in die Bundesliga perspektivisch. Von daher auf gar keinen Fall zu unterschätzen, nur weil die letzten Jahre ähnlich wie wir öfter mal im Abstiegskampf der zweiten Liga gekämpft haben, ja, sogar in der Relegation Richtung dritte Liga waren. Ich glaube, dass das ein sehr interessantes Spiel auf Augenhöhe wird. Ich glaube, es gibt keinen klaren Favoriten. Hannover hat den Vorteil, dass sie zu Hause spielen. Hannover sollte nach diesem Hinspiel explizit nochmal Wut im Bauch haben, denn es gab ja diese Situation, wo Jan Usun seinen Doppelpack geschnürt hat, was ihn da das erste Mal so richtig auf die Bühne auch gebracht hat. Den völlig unberechtigten Elfmeter in der Nachspielzeit gegen Bright RMB. Das darf uns so noch nicht nochmal passieren. Und es wäre eben wichtig, ein gutes Ergebnis einzufahren. Ich hatte aus den ersten 3 Spielen 7 Punkte kalkuliert. Zugegebenermaßen war der Gegner, gegen den ich damit gerechnet habe, unentschieden zu holen, eher Nürnberg als Elversberg. Jetzt musst du halt gegen Nürnberg gewinnen und gegen Rostock, auch wenn du oben irgendwie noch mitreden möchtest. Aber so oder so für die Stimmung in der Stadt wäre es sehr wichtig, jetzt 3 Punkte zu holen und danach gegen Rostock am besten direkt noch nachzulegen. Es sind Heimspiele, es sind die Spiele, die du am ehesten gewinnen kannst in Hannover. Auswärts traditionell eher schwach, heim tendenziell eher stark und Freitagabend unter Flutlicht. Was gibt es Besseres, als da den ersten Sieg in 2024 einzufahren? Grundsätzlich bin ich auch noch überhaupt nicht beunruhigt. Klar, die letzten 6 Spiele, der Trend, der ist nicht unser Friend aktuell, muss man ganz klar so sagen. Aber die Rückrunde ist ein Neustart quasi. Was in der Hinrunde war zum Ende, ist jetzt egal, das ist abgeschlossen. Es lag eine komplette Vorbereitung dazwischen und jetzt sind wir genau wie in der Hinrunde gestartet. Und realistisch betrachtet war unser Start in die Hinrunde wirklich nicht schlecht. Wir standen zwischendurch auf Tabellenplatz 3. Wenn wir jetzt genauso starten, können wir vielleicht früher oder später wieder in diese Richtung schielen. Vielleicht. Ich sage nicht, dass mein Anspruch ist, aber es ist zumindest nicht unmöglich. Das will ich nur sagen. Und für mich ist es so, gegen Teams, und das ist jetzt leider doof, weil Nürnberg auch oben steht, das würde jetzt nicht dafür sprechen, dass wir gewinnen, aber du hast in der Rückrunde die Teams aus der oberen Tabellenhälfte und der unteren Tabellenhälfte. Hannover ist auch obere Tabellenhälfte. Das heißt, du hast bis Platz 9 8 Spiele und du hast darunter nochmal 9 Spiele. Die 8 Spiele oben, unentschieden, Niederlagen. Ja, da sind, sagen wir mal, 4 Niederlagen, 5 Unentschieden mit dabei. Nehmen wir noch von mir aus Platz 10 mit, irgendwas kommt immer noch dazu, dann haben wir von mir aus 5 Unentschieden, 4 Niederlagen. Da hast du aber auch 8 Spiele gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte und die gewinnst du. Die solltest du gewinnen, denn das sind Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Da kann immer mal jemand dabei sein, der den Strich durch die Rechnung macht, da kann immer mal ein schlechtes oder ein doofes Spiel dabei sein, deswegen dieser eine Kompensationspunkt, dieses eine Unentschieden, aber es sind dann eben 8 Spiele, die du gewinnen kannst. Und das sehe ich bei 96 und das wird wichtig sein. Und das sind gerade die Gegner wie Rostock, die in der nächsten Woche dann kommen, die du schlagen musst. Nürnberg musst du nicht zwingend schlagen. Die sind auf Augenhöhe sicherlich. Aber es wäre schon schön, sie zu schlagen. Und ich glaube, die Mannschaft kann das. Und die Mannschaft hat gegen Elversberg sowohl wieder Nehmer- als auch Geberqualitäten gezeigt. Wir sind gut darin, zurückzukommen. Wir sind aber noch besser, wenn wir einfach unser Spiel durchziehen und die individuellen Fehler beiseite lassen. Wenn wir uns nicht übertölpeln lassen, sehe ich 3 Punkte gegen Nürnberg. Ich gebe jetzt eine Prediction, das mache ich normalerweise in meinen Videos nicht, aber ich sage, wir gewinnen dieses Spiel mit 3-2 und das wären wieder 2 Gegentore. Das heißt aber auch, wir schießen 3 Tore. Ich hoffe, dass Nicolo wieder netzt und ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird, aber ich bin positiv, so wie ich immer optimistisch bin vor den Spielen von 96. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung zu den Themen in die Kommentare. Seht ihr Lüs perspektivisch in der... Perspektivisch in der Startelf. Wie seht ihr die Geschichte mit Sadie Teuchert? Was seht ihr bei Nick Woltemade? Kann es vielleicht doch noch passieren?
und vergesst nicht die Glückwünsche an Phil und seine Frau. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, und zwar nach dem Spiel gegen Nürnberg. Bis dahin, einen wunderschönen Abend. Viel Spaß beim Spiel. Macht's gut, haut rein. Und